Ja, herzlich willkommen, liebe Preisträgerin, liebe Preisträger, verehrtes Publikum, lieber Berthold Huber. Auf der Hinreise nach Berlin habe ich nochmal den Tagesspiegel von heute gelesen und habe da eine sehr düstere Zahl gelesen, nämlich seit der Wiedervereinigung hat es 137 Tote rechter Gewalt gegeben, 137. Das ist der Stand von September 2010. Die Bundesregierung hat im September 2011 47 Tote aufgelistet. Das ist eine ungeheure Diskrepanz, 137 zu 47. Und für mich beweist das, wie überlebenswichtig eigentlich kritischer, investigativer Journalismus ist. Das ist ein Frühwarnsystem für die Zivilgesellschaft, für den Rechtsstaat. Einen solchen Journalismus werden Sie heute Abend hier erleben, zum siebten Mal, Best of Journalismus in Deutschland. Und es geht uns, der Jury, der Otto-Brenner-Stiftung, um die Stärkung des investigativen Journalismus, um das Veröffentlichen von unbequemen Wahrheiten. Wir haben hohes journalistisches Können im Blick, aber eben auch junge Kollegen, denen wir Mut machen wollen. Und wir fangen jetzt an. Bitte Berthold Huber, Otto Brenner Stiftungs Verwaltungsratsvorsitzender und vor allen Dingen Gastgeber dieses schönen Abends. Vielen Dank, liebe Frau Mikisch, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Lammert, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Gäste der Preisträger, liebe Mitglieder der Jury, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle, euch alle herzlich willkommen heißen zur Verleihung des Otto-Brenner-Preises 2011 für kritischen Journalismus. Wir sind 2005 mit 135 Bewerbungen gestartet. Dieses Jahr waren es fast 550. Und zum vierten Mal in Folge wurden über 500 Bewerbungen eingereicht. Und dieses gute und hohe Niveau bedeutet für mich zweierlei. Erstens, ganz offensichtlich genießt der Brennerpreis hohe Wertschätzung und hat sich im Reigen der wichtigen Journalistenpreise etabliert. Zweitens, der Preis hat sein eigenes Profil. Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten. Mit diesem Motto wollen wir ja unterstreichen, dass wir kritischen Journalismus auszeichnen und keine Public Relations Arbeiten prämieren. Journalistische Qualität, hartnäckige Recherche, unabhängige Perspektive, das sind Kriterien, nach denen die Jury jedes Jahr die Preisträger auswählt. Für unsere Jury will ich in Anspruch nehmen und gilt, dass sie Profil hat, dass sie Kompetenz bündelt, ihre Unabhängigkeit ist unbestritten und ihr Sachverstand führt zu überzeugenden Entscheidungen. Und es ist mir deshalb eine große Ehre und Freude, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder der Jury begrüßen zu können. Zuerst, liebe Frau Sonja Mikisch, herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement in der Otto-Brenner-Stiftung, in der Otto-Brenner-Jury. Sie sind ja sozusagen die Frontfrau von Monitor und Sie sind seit einigen Wochen auch Leiterin der Programmgruppe Inland des WDR-Fernsehens. So heißt das wohl im Anstaltsdeutsch. Und wir wünschen Ihnen ganz herzlich und viel Erfolg und freuen uns sehr, dass Sie uns heute Nachmittag wieder mit Elan und Eleganz durch unsere Preisverleihung führen. Ich darf Sie, lieber Herr Schumann, herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie Ihr breites Wissen einbringen. Und Sie uns an Ihren großen Erfahrungen teilnehmen lassen.
Sie müssen wissen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schumann sorgt in der Jury mit dafür, dass wir unseren Blick immer wieder auch auf kritische Berichterstattung zu Finanz- und Wirtschaftsfragen lenken. Ich darf Sie, lieber Herr Professor Brandl, ganz herzlich begrüßen und Sie willkommen heißen bei der Otto Brenner Stiftung. Und ich darf mich herzlich für Ihr Engagement in der Jury bedanken. Es mag ja, Herr Brandl, einiges stören. Mich selbst freut das, dass Sie auch als Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung noch genügend Zeit finden, für Ihre unverwechselbaren Beiträge und kritischen Kommentare. Ich lese ja auch deswegen die Süddeutsche Zeitung hier regelmäßig jeden Tag und auch gerne, Herr Brandl. Ich darf Sie, lieber Herr Professor Lilienthal, genauso freundlich begrüßen und willkommen heißen. Wir sind ja sehr froh darüber, dass der einzige Professor in Deutschland, wie das so heißt, für die Praxis des Qualitätsjournalismus, sich aktiv und engagiert in der Brenner Jury mitarbeitet. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit bedanken. Und last but not least darf ich Thomas Leif herzlich begrüßen. Thomas Leif, das will ich schon sagen, hat sich von Anfang an stark für unseren Preis engagiert und entscheidend mit dazu beigetragen, dass Newcomer unterstützt und der journalistische Nachwuchs gefördert wird. Ich will mich bei Thomas Leif ausdrücklich dafür bedanken. Natürlich, verehrte Gäste, ist der jährliche Höhepunkt der Ausschreibung unsere Preisverleihung. Und ich freue mich auch wieder zahlreiche Medienvertreter aus Redaktionen, aus Rundfunk- und Fernsehsendern hier begrüßen zu können, auch solche, die heute keinen Preis bekommen. Aber natürlich freut es uns besonders, dass der journalistische Nachwuchs den Brennerpreis und unsere Preisverleihung zu schätzen weiß. Aus München ist die Kompaktklasse der Deutschen Journalistenschule, die zu Anfang dieses Monats ihre Ausbildung begonnen hat, angereist. Und ich darf den Leiter der Deutschen Journalistenschule, Herrn Jörgs Sartorzinski, und den neuen Jahrgang ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Für die Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Journalistenschule hier in Berlin war die Anreise nicht ganz so weit. Ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen und Ihren Leiter, Herrn Oskar Tiefenthal. Wir freuen uns, dass Sie hier bei unserer Preisverleihung teilnehmen. Und natürlich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es für mich eine ganz besondere Ehre und für die Stiftung gleichfalls den heutigen Festredner begrüßen zu können. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lammert. Herzlich willkommen hier. Es ist ja so, dass wir erstmals einen aktiven Politiker um die Festrede gebeten haben und dass der oberste Repräsentant des Deutschen Bundestages heute zu uns spricht, ist allerdings kein Zufall. Sie haben ja, Herr Lammert, sich in den letzten Jahren immer wieder klar, pointiert und kritisch zu medienpolitischen Fragen geäußert. Man kann ja in unserer Talkshow-Studie nachlesen, dass Sie wenig von dem Geplauder in diesen Gesprächsrunden halten. Und für Sie ist der Deutsche Bundestag der zentrale Ort für politische Auseinandersetzungen. Und das Parlament ist der öffentliche Platz für das Ringen um politische Entscheidungen und nicht die vielen Plauderstunden im Fernsehen. Im Programm des heutigen Abends ist
Herr Lammert als Festredner angekündigt. Herr Lammert hat uns wissen lassen, dass seine Rede wahrscheinlich nicht durchgängig festlichen Ansprüchen genügen wird. Aber ich darf Sie beruhigen, Herr Lammert, das hat eigentlich bei uns nicht zu Bedrohungsgefühlen geführt. Im Gegenteil, es hat uns eher neugierig gemacht und wir freuen uns sehr auf Ihre nachfolgende, in Anführungsstrichen, Festrede. Heute Nachmittag stand das Thema Medienkritik im Mittelpunkt unserer Arbeitstage. Es wurde ja im Verlauf des Nachmittages klar, wie wichtig eine funktionierende Medienkritik nicht nur für die Medien selbst ist, sondern auch für eine lebendige Zivilgesellschaft und das demokratische System insgesamt. Medienkritik ist für mich eine Seite der Medaille, wenn es um Fragen der Qualitätssicherung in unserer Medienlandschaft geht. Gesellschaftliche Kontrolle durch engagierte Gremienarbeit ist eine zweite, kaum diskutierte Seite, zu der ich nur ein paar Anmerkungen machen möchte. 65 Jahre nach Gründung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks muss meines Erachtens überprüft werden, ob die Zusammensetzung der Gremien die gesellschaftliche Realität tatsächlich noch abbildet. Und ich möchte nur auf drei Punkte aufmerksam machen. Zum Ersten, es ist ja klar, dass die Integrationsleistung des Bundes der Vertriebenen beim Aufbau der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sicher außer Zweifel steht. Daraus aber heute die Berechtigung abzuleiten, im Fernsehrat des ZDF weiterhin vertreten zu sein, halte ich für schwer vermittelbar. Zweitens, ich habe den Eindruck, dass die Gremien von ARD und ZDF bis auf wenige Ausnahmen wichtige Gruppen ignorieren, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung oder die verschiedenen Religionsgruppen. Obwohl diese wie alle anderen auch Rundfunkgebühren bezahlen, sind sie von der Kontrolle und Selbstverwaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks faktisch ausgeschlossen. Zumindest sind sie nicht offiziell vertreten. Drittens, vielleicht ist das der Punkt, der mir am meisten Gedanken und Kopfzerbrechen bereitet. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der Rundfunk hat in vielen Fällen die Jugend verloren. Einige Intendanten räumen diesen Generationenabriss selbstkritisch ein und drängen auf Gegenmaßnahmen. Doch wie sieht es eigentlich in den Gremien aus? Auch hier muss man jüngere Menschen mit der Lupe suchen. Wenn aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Jugend wieder gewinnen will und von jungen Menschen weiterhin als Medium wahrgenommen werden soll, dann muss sich das ändern. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschaften haben schon vor einem Jahr auf eine Problematik aufmerksam gemacht, die meines Erachtens in der Diskussion zu kurz kommt. Durch die digitale Entwicklung und die damit einhergehende mediale Konvergenz sind neue Konkurrenzsituationen entstanden. Die Verlegerverbände sind, wie die Journalistengewerkschaften, traditionell in den Gremien von ARD und ZDF vertreten. Doch nun klagen die Zeitungsverleger gegen die Tagesschau-App der ARD, fordern ihre Verbände lautstark von der Politik weitere Beschränkungen für ARD und ZDF in der digitalen Welt. Das tun sie öffentlich, aber sie sitzen gleichzeitig in den Gremien von ARD und ZDF. Beim Westdeutschen Rundfunk ist seit einiger Zeit der Telekommunikations- und Neue Medienverband Bitkom im Rundfunkrat vertreten.
Ich halte das auch nicht für eine unbedingt einfache Beziehung. Und ich weiß, dass in vielen Rundfunkräten engagierte Gremienarbeit geleistet wird. Aber es ist auch nicht zu übersehen, dass sie immer häufiger an Grenzen stößt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, staatsferne und unabhängiger kritischer Journalismus im öffentlich-rechtlichen Programm sind die Garanten für dessen Glaubwürdigkeit. Doch einige Gremien stehen nicht ganz zu Unrecht unter dem Generalverdacht, dass zu oft Parteibücher mitentscheiden. Nach dem erzwungenen Abschied des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender überprüft jetzt das Bundesverfassungsgericht die Zusammensetzung der Gremien. Unabhängig von der Entscheidung, die ansteht, steht für mich fest, die Parteien, auch die entsendenden Verbände und gesellschaftlichen Gruppen gefährden die Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender, wenn weiter parteipolitisches Denken das Handeln oder ihr Handeln bestimmt. Im Kern muss es bei der Gremienbesetzung und deren Arbeit um etwas anderes gehen. So sehe ich das. Im Vordergrund müssen Begleitung, Kontrolle und Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Geiste kritischer Loyalität stehen. Und Voraussetzung für wirkungsvolle Gremienarbeit ist Fachkompetenz, gute Vorbereitung, Themensicherheit und auch Mut, Fehlentwicklungen als solche anzusprechen. Aber selbstverständlich ist auch Beharrlichkeit gefragt und Hartnäckigkeit wird gebraucht. Ich wünsche uns allen, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, eine spannende Preisverleihung und einen schönen Abend. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte Herrn Bundestagspräsidenten Lammert um seine Rede. Sie haben das Wort, Herr Lammert. Danke.